Willkommen zurück in der Moped Factory. Heute ein lang erwartetes Video. Wir stellen euch unser Werkstatthaus vor und zeigen euch mal, was es hier so zu sehen gibt. Ja, viele haben in den Kommentaren schon immer mal gefragt, ob wir mal unsere Werkstatt ein bisschen näher zeigen können. Das machen wir jetzt heute. Und zwar haben wir ein Haus, was hier stand, ein kleines Haus, ein bisschen umgebaut als Werkstatt und sind jetzt dabei, Raum für Raum das Ganze zu renovieren und umzubauen. Aber das zeigen wir euch jetzt alles mal genauer. Kommt am besten mal mit. So, wir sind hier im ersten Raum. Den kennt ihr vielleicht. Das Logo erkennt man vielleicht wieder. Hier haben wir uns so Tische aufgebaut, an denen wir arbeiten. Da stellen wir dann die Mopeds drauf. Je nachdem, wo wir dran sind. Und dann kommt man hier halt immer besser an den Motor. In unserem Alter muss man schon so ein bisschen auf seinen Rücken achten, damit man nicht immer so tief muss. Nein, aber es ist sehr angenehm von der Höhe so. Dann kann man drunter auch noch ein bisschen Zeug verstauen. Hier stehen so ein paar Projekte, mit denen wir fertig sind. Naja, fertig ist man ja nie, aber die sind eigentlich soweit durch. Ja, dann ist hier so eine Art Werkbank, haben wir uns aufgebaut auf einem Tisch. Der Chow-Motor aus unserem letzten Projekt, wozu jetzt noch ein Video natürlich kommt. Getriebe davon. Dann ist hier... Die Zündapp kennt ihr ja vielleicht auch. Hier hinten ist nochmal so eine kleine Ecke, da haben wir unseren Dremel und Lötkolben und so, halt für so kleinere Arbeiten, die man machen muss. Hier ist auch nicht so viel Platz. Dazu auch passend kleine Schraubstöcke. Dann, ja, ist halt alles ziemlich vollgestellt, weil Platz ist bei uns echt Mangelware. Ja, hier hauptsächlich Chow-Motoren. Hier sind Motorhälften, Getriebe, Chow-Polräder. Halt alles, was man für Chow-Motoren braucht. Dann haben wir hier noch ein paar zusammengebaute CS-Motoren für unser Rennmofa. Davon müssen wir einen auf jeden Fall noch überholen. Vielleicht schaffen wir es dieses Jahr zu filmen. Das ist immer sehr knapp vor den Rennen, deshalb kommt da meistens nichts mehr, weil wir dann fertig werden müssen. Und wenn man was filmt dabei noch, alle, die es mal gemacht haben, das dauert dann ungefähr dreimal so lange, mindestens. Deshalb... Wir versuchen es immer wieder, aber bis jetzt hat es leider noch nicht geklappt. Aber dieses Jahr vielleicht. Ja, hier sind noch mehr CS-Motoren und alles Mögliche, was man halt für CS und Chow braucht. Ja, gehen wir zum nächsten Raum. Wie man sieht, wir sind das Ganze noch am Umbauen. Wir sind jetzt hier im zweiten Raum, den haben wir als letztes renoviert. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen, was bei uns fehlt oder was wir besser machen können. Also wird uns auf jeden Fall interessieren, weil uns fehlt noch richtig viel Zeug. Dass wir hier eine vernünftige Werkstatt haben. Schreibt ruhig mal, was wir noch brauchen könnten. Eurer Meinung nach. Ja, hier steht unser Sahnestück, unsere GT, die wir umgebaut haben. Da haben wir auch ein ganz paar Videos zu. So ein bisschen mit so Spots hier in Szene gesetzt. Dann haben wir hier so ein Regal, wo wir die ganz feinen Teile ausgestellt haben oder alles, was halt gut aussieht. Hier haben wir den Morini-Zylinder, den wir noch auf den CS-Motor bauen wollen. Den MTX-Zylinder haben wir dasselbe mit vor. Hier unser Evolution. Der in die Chow kommt, diese 100 km/h Chow, die wir als Projekt haben. Noch mehr Chow-Motoren, da hinten das Cockpit ist von der Kajiba. Hier ist auch eine Chow, die wir mal ein bisschen umgebaut haben. Einfach nur so als Blickfang. Der Tank ist von der Tornax, die wir noch nicht fertig haben, weil das richtig viel Arbeit ist. Dann haben wir uns hier schöne Couch hingestellt. Hier in dem Zimmer wird auch nicht gearbeitet, also hier sitzen wir nur und machen gar nichts. Ja, das Sofa ist auch so ein bisschen unser Fixpunkt, war unsere Idee für die Videos, wenn man nicht so viel zu schrauben hat, dann sitzen wir hier und erzählen euch ein bisschen. Für uns bequem und ja, schlechter Abschluss. Aber wir wollen ja nicht nur rumsitzen, wir wollen auch weitermachen, also ab in den nächsten Raum. So, ja, wie man sieht, die Räume sind nicht mehr ganz so schön wie die anderen. Hier haben wir auch noch nicht so viel umgebaut, weil hier einfach nur unsere Teile stehen. Das Einzige, was wir hier gemacht haben, ist die Tapete neu. Da war vorher einfach weiß, aber das hat uns nicht gefallen. Da haben wir hier schöne Blümchen draufgeklebt. So gehört sich das nämlich hier. Ja, nein, Spaß beiseite. Ja, hier haben wir alles Mögliche von wieder Piaggio, Zylinderköpfe und Zylinder. Hier ist unsere Stoßdämpferkiste. Hier steht auch noch ein Mofa rum. Dann haben wir hier sehr viele Zündapp-Getriebeteile von den Mokick und Moped-Motoren. Ja, hier stehen auch noch ein paar CS-Motoren, aber das sind mehr so Ersatzteilspender. Kreidler haben wir, auch noch mehr Chow. Hier halt auch viel Prima 5 Tanks und Teile. Wir haben auch noch eine Prima 5 da. Also die wird nächstes Jahr auch in Angriff genommen. Beziehungsweise dieses Jahr. Wir haben ja wahrscheinlich schon 2019 jetzt. Ja, dann hier viele Neuteile. Prima 5 Motoren, Lampen, halt alles Mögliche. So, hier auch
Ludolfsches Haufenprinzip. Haben wir bis unter die Decke Sitzbänke, die nehmen immer so viel Platz weg. Ciao Auspüffe, Auspuffe, was auch immer. Ciao Motorverkleidung und sowas halt. Ich weiß gar nicht, was in den ganzen Kisten drin ist. Wahrscheinlich alles Ciao-Teile. Vielleicht fragt ihr euch, wo unsere ganzen Mofas und Mopeds stehen. Wir haben draußen noch, ihr habt ja die Scheune gesehen im letzten Video, also in der Scheune stehen ein ganz paar. Dann haben wir vorne noch so ein großes Gartenhaus, wo jede Menge Mopeds drin stehen. Und im Keller stehen auch noch ein ganz paar. Da kommen wir aber als nächstes hin. Aber bevor wir in den Keller gehen, ganz vergessen, wir haben noch so einen kleinen Raum als Lackierraum umgebaut. Hier, wo das Fenster ist, setzen wir unsere Absaugung dann ein, die du aber bitte nicht filmst. Hier liegen noch die Teile für die Ciao, an der wir gerade dran sind. Da kommt noch Klarlack drauf, aber sonst sind die eigentlich soweit lackiert. Also da kommt unser abschließendes Video noch zu. Hier halt Farben, unten in der Kiste stehen die Farben, die für die Lackierpistolen sind. Einfach nur, dass man einen eigenen Raum hat, wo man lackiert, damit der Nebel sich nicht auf die Teile oder so setzt. Hier der kleine Raum umgebaut. So, hier sind wir jetzt im Keller. Hier filmen wir sehr selten. Zum einen, weil das Licht richtig schlecht ist und zum anderen, weil es hier halt immer staubig ist und das nicht so gut für die Kamera ist. Aber wir machen jetzt mal eine Ausnahme. Hier haben wir zum Beispiel unsere Sandstrahlkabine. Da merkt man schon, das ist nicht wirklich gut für die Kamera, wenn man hier am Sandstrahlen ist. Und da kommt der, obwohl es eigentlich dicht sein sollte, kommt schon ein feiner Staub raus. Die ist nicht so groß, aber für kleine Teile bis Ciao Motorgröße reicht es eigentlich. Dann haben wir hier, wenn wir weitergehen, haben wir noch unsere Presse, 12-Tonnen-Presse. Eigentlich hauptsächlich zum Lager einpressen oder wenn mal ein bisschen Kraft gebraucht ist. Ja, was uns noch fehlt, ist ein Innenlager, also so ein Abzieher für Innenlager. Falls einer da ein bisschen Erfahrung hat, könnt ihr euch gerne mal melden. Marken oder Modelle. Wollten wir uns auf jeden Fall noch einen zulegen. Den haben wir nämlich im Moment noch nicht. Dann hier einfach so ein kleiner Schleifbock, wenn man mal was abschleifen muss. Hier haben wir noch einen Amboss, eigentlich nur zum Sachen gerade dengeln, weil eine Esse haben wir hier nicht. Standbohrmaschine ist natürlich sehr praktisch, kann man glaube ich für alles bald gebrauchen. Dann wieder so eine kleine Arbeitsfläche, hier wird halt auch viel geflext und so. Das haben wir extra im Keller gemacht, weil hier halt nichts anbrennen kann. Ein bisschen der Nachteil, wenn man das Ganze in ein Haus baut. Das ist nicht so feuerfest, deshalb alles, was mit Funken und so zu tun hat, hier im Keller. Dann haben wir unsere Schweißgeräte und Flex und sowas. Ja, gehen wir am besten wieder nach oben, weil hier ist Licht schlecht. Ja, jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick bekommen, wo wir hier arbeiten. Und wie ihr gesehen habt, ist es noch nicht ganz fertig. Also es gibt noch genug, was wir hier verbessern können oder was wir noch verändern wollen oder was wir noch alles brauchen. Wie es bei uns nächstes Jahr weitergeht, das habt ihr ja schon im letzten Video gesehen. Aber eine Sache ist uns noch eingefallen, und zwar die GT, die habt ihr ja hier im Raum schon gesehen. Da wollen wir noch so ein paar Veränderungen vornehmen. Und zwar haben wir hier nochmal einen neuen Akku besorgt. Da wollen wir uns so einen kleinen Batteriekasten bauen, den wir dann irgendwo unten verstecken, dass wir wirklich da möglichst wenig in diesem Dreieck haben, dann nochmal die ganze Elektrik nochmal schön verlegen und ja, so ein paar Kleinigkeiten halt. Da kommt auf jeden Fall noch ein Video zu. Außerdem, wenn wir hier mit der Werkstatt komplett fertig sind, dann wollen wir nochmal zeigen, so ein kleines Vorher-Nachher-Video, was wir alles verändert haben. Und ja, nochmal der Aufruf, wer also noch Ideen hat, was wir hier noch brauchen oder was wir noch verbessern könnten oder und so weiter, dann einfach mal in die Kommentare schreiben. Und okay, abschließend wünschen wir euch allen ein frohes neues Jahr und viel Erfolg in 2019 und abonnieren.